Neuen Video von Lakim Lol. Wir sind wieder mal in Alt-Spandau unterwegs und es gibt noch zwei Linien, die ich euch zeigen will in Alt-Spandau. Es gibt ja auch noch in Klammern Modern-Spandau, also nach dem Mauerfall. Und ja, wir fahren jetzt im Alt-Alt-Spandau um und ich fahre erstmal zu diesem Fernbahnhof, weil da müssen wir ja schließlich hin. Ja, das habe ich. Ja. So, und jetzt gucken wir mal, wann wir los müssen. So. 10.34 Uhr. 10.34 Uhr. So, will niemand einsteigen? Das ist ganz komisch, weil hier niemand einsteigen will. So sah früher Spandau aus. Also. Ach, egal. Es ist wirklich echt merkwürdig. Weil hier hält gar keiner, hier wartet niemand. Interessant. Aha. Ich hoffe, ihr wollt auch einsteigen. So. Na bitte. Können Sie bitte die Heizung ausstellen? Nee. Warte, warte. Dann machen wir. Oh, endlich Ruhe. Moment mal, ich habe doch eigentlich auf kalt gestellt. Warte. Jetzt müsste es auf kalt sein. Wir sind jetzt alle drin. Weil ich fahre ja meistens in modern, also in Klammer, in modern Berlin rum, aber ja. Cool wäre, wenn. Oh, ich darf fahren. Cool wäre, wenn noch, wenn ich noch, wenn noch irgendein, also kein Modder, ich weiß, dass es eine Mod gibt, die, wo man durch,
sagst mir durch. Modern Spandau fährt, aber hier sind wir doch schon mal vorbeigefahren, oder? Ja, oder? Warte kurz. Was stand bei diesem einen Bus hier? 5 nach U-Bahnhof Ruhleben. Und wir fahren nach Spandau und Spechtefeld. Sind halt so eine E-Linien. Die sind halt. Sind halt wie, X1 und 601. Also, ja. Natürlich habe ich meinen Führerschein gewonnen. Was erwartest du denn von mir? Dass ich Millionär bin? So. Typen gehen mir mal. Ey, wenn der jetzt sagt, es ist zu heiß, es ist zu kalt. Wenn Sie bitte die Fenster aufmachen, wir sind hier nicht in der Sauna. Natürlich sind wir. Machen wir halt die Fenster auf. Meine Güte. Könnt ihr auch selbst machen. Ich bin nicht euer Diener. Ups. Hallo. Oberdeck, keine Stehplätze. Ah ja, interessant. 8 Stehplätze sind hier. So, wenn ihr jetzt rummeckert. Ich hab doch schon auf kalt gestellt. Was? Oh, ist jetzt alles zu? Oh nee. Also wenn ihr jetzt so ein, ich sag euch mal, also falls ihr jetzt schon die ganze Zeit meine Videos schaut und ihr wünscht euch auch jetzt auf eurem PC jetzt, also ihr habt das Geld oder so und ihr wünscht euch ständig schon, um sie 2 zu spielen, dann sage ich euch, wenn ihr 2 GB, also ich guck mal die Mindestanforderungen für um sie 2. So, die sind sehr gering. So, während ich auf die Ampel warte. So, hallo. So. Mindestanforderung. Ihr braucht Windows 7 oder 8. Also ich habe natürlich Windows 10. Ihr braucht 2,6 GHz Prozessor. Ihr braucht 2 GB RAM. Eine GeForce, eine GeForce oder vergleichbare ATI mit 512 MB, DirectX Version 9.0c. Das sind die Mindestanforderungen. Die Systemanforderungen sind, also damit ihr die Mods spielen könnt und die DLCs, sind Windows 7 oder 8, 2,8 GHz, 4 GB RAM, eine GeForce oder vergleichbare ATI mit 1420 MB, DirectX Version 9.0c. Aber ihr bekommt für um die 2 nur 2 GB RAM. Was hier? Nee, für um die 2 bekommt ihr 2 GB RAM, weil ihr ja fahren wir Richtung im Spechtefeld. Ja. Bekommt ihr nur 2 GB RAM. Und dadurch, dass ihr ja bestimmt auch X10 oder BRT Berlin oder irgendwelche anderen. Ja.
Ah ja, das ist die 5. Oder irgendwelche andere DLCs spielen wollt, dann braucht ihr 4 GB RAM. Aber wenn ihr einfach nur Spandau spielt, dann braucht ihr 2 GB RAM. Nur durch die Mods wurden halt die also man spielt am Anfang nur mit 2 GB RAM und später dann mit also wenn man das den 4 GB Patch installiert hat, später dann mit 4 GB RAM. Also nur weil man jetzt ein super duper Gaming PC hat mit 12 GB RAM oder 16 GB RAM, heißt es nicht, dass Omni 2, wenn ihr jetzt zum Beispiel X10 kauft, dass Omni 2 dann keine weißen Stellen hat. Also ihr müsst dann den 4 GB Patch installieren. Und dann habt ihr halt, könnt ihr dann halt, weil Omni 2 waren, ich glaube, nie dazu gedacht, also natürlich sind hier die Modelle hochwertig, aber ich meinte hochwertige Modelle zu bauen. Also das ist jetzt, also ich spiele es natürlich mit schlechten Grafikeinstellungen. Wohl, ich würde mal was austesten. Was würde passieren, wenn ich die Grafikeinstellungen mal auf ganz hoch stelle? Theoretisch müsste er nicht meckern. Voll. Natürlich auch Sonneneffekte. Grafikeinstellungen. Nee. Das können wir komplett vergessen. Weil ich merke jetzt schon, das wird nicht. Spätestens bei X10 stürzt mein PC ab. Weil der hat dann deutlich mehr zu tun, als uns ein lieb ist. Dann kann ich nämlich gar keine Videos machen. Ihr habt nicht euren Spaß. Und ich habe nicht meinen Spaß. Ja. Jetzt läuft Omni wieder flüssig. Oh nee, die grüne Ampel. Come on. Ey, nee. Nimmt mir jetzt nicht alle Fahrgäste weg. Kein Problem bei irgendwie, dass die mir nicht die Fahrgäste. Also, diese Strecke kenne ich ja gar nicht. Sind doch mal Linie 5 gefahren. Aber die kommt, ist mir gänzlich unbekannt. Reißen wir mal das Lenkrad rum, ohne den anderen Bus. Man, hier, sorry für euch, aber ich will kurz noch gucken, Kollision. Ich weiß halt nicht. Kommt ihr durch? Klar, dass die Spiegel nicht funktionieren. Dann mache ich es eben so. Ach, locker. Ey, was machst du denn da? Alter, der wollte zu mir. Dankeschön, aber doch nicht hier. Ich mach mal die Warnblinker an. Junge. Ist durch das auch schon mal in Omni? Hallo? Ist das euch auch schon mal in Omni passiert? Junge, Junge. Hallo? Geh zu, du blöde Tür.
Vorwärtsgang. Och nee, was ist jetzt aber? Jetzt nicht. Hallo? Mann, was? Fürs Geld? Ah, Handbremse war angezogen. Mann, oh Mann, kommt einfach aus dem Nichts. Oh, Glück gehabt. Fast hätte ich einen Menschen überrollt. Ich dachte schon 260 Grad Celsius. Das ist, glaube ich, die Außentemperatur 26 Grad. Mir gefallen, wie die Türen so unregelmäßig zugehen. Die sind ja da nicht, sind quasi nicht jetzt so in einem Rutsch zugegangen wie bei den modernen Türen, sondern sind anders zugegangen. Cool wäre noch in Omsi, also wenn die das noch einführen würden. Ich weiß, Omsi ist schon relativ alt. Obwohl, es gibt dafür schon Add-ons. Es gibt so ein O405, glaube ich, heißt das Add-on. Und, müssen wir jetzt wenden? Warte. Was ist die nächste halt? Was war unsere letzte halt? So, einmal pausieren. So, die Haltestelle heißt Meritzstraße. Wo steht hier Meritzstraße? Ah ja, Zeppelinstraße. Die kommen ja alle schon bekannt vor. Ach, eine Person. Ich fühle mich geehrt. Und wer der nimmt sie uns weg? Wollte nicht die Frau rein? Hallo, Lady! Sind Sie sich sicher, nicht in meinen wunderbaren Bus einzusteigen? Ich guck mal nach dem Add-on. Ich hoffe, ich baue keinen Unfall, während ich danach gucke. Ups, der Kratz sollte natürlich wieder dran sein. Hallo.
gibt ein Add, also das Add-on Stadtbus O405. Nee, das ist ein moderner O405. Aber hier das Stadtbus O, dass ich das noch wüsste. Oh. Stadtbus O305G. Erinnert euch diesen Wagen? Es gibt so einen Wagen im OMSI, der nur KI fährt. Den muss man doch noch dazu kaufen. Nee, warte, wo stand ich? Ups. Bin ich überhaupt richtig? Was war die Haltestelle? Westerwaldstraße. Ich bin mal gespannt. Aber ich würde mir wünschen, also es gibt natürlich jede Menge groß detaillierte Busse. Aber ich wünsche mir halt, dass es vielleicht mehr Solobusse und Gelenkbusse gibt. Denn ganz Berlin ist ja nicht voller Doppeldeckerbusse. Das Lustige ist, warum steigt jemand ein? Ich rede gleich weiter. Ja, ja, yippie, yippie. So. Das Lustige ist, dass, ich weiß nicht, wie es früher war. Hallo. So, das Lustige war, dass früher die, ich hoffe, er ist rechts von links. Ja, es funktioniert. Einer hat mal gesagt, dass die KI-Fahrzeuge reagieren, wenn man Lichthupe gibt. Das macht er wirklich. Ja, gerade gesehen. Übrigens habe ich ein paar Tasten geändert, also ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber sagt es euch mal. Ich habe ein paar Tasten geändert, jetzt heißt, weil Vorwärtsgang heißt F, weil bei den alten Bussen geht dann der Vorwärtsgang auch raus, wenn man nochmal F drückt, und deshalb heißt Vorwärtsgang F. Und hier müssen wir abbiegen. Und Fernlicht heißt Steuerung. Ja, damit kann ich leben. Man hier auf zum Meckern. Kiessteich. Oder sowas ähnliches. Kiessteich. Ah. Das passt schon. Ja. Kann man hier was klicken? Hm. Hier kein Kiesteich. Frauenwaldstraße, alles klar. Kann es sein, dass wir hier falsch sind? Oha, eine Baustelle, alles klar. Ist diese Station? Steht hier nicht. Doch hier. Wasserwerkstraße. Jetzt diese am Kiel. Eier sind richtig. Hallo? Will jemand eine aussteigen? Ich lasse trotzdem. Warte. So. Jetzt kommt hier mal raus. Warte, was steht dort? Fahre Bus ohne Führerschein. Als ob. Ihr wisst ja, was der Lotus Simulator ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es früher los. Nö. Nope, du bleibst hier. Ich will erstmal kurz. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es früher, als sie dieses Spiel produziert haben, kein Lotus-Simulator gibt. Und gab. Und ich glaube, das wurde dann gefixt. Also, aber bitte nur im Lotus-Simulator. Ohne Führerschein.
Aber bitte nur im Bolotus-Simulator. Alles klar? Das ist ein schönes Bild, oder? Und da kommt uns ein Bus entgegen. Wow, da! Oh, kein Unfall gebaut, Glück. Die Fahrgäste haben nicht mal was gemerkt. Es ist ein ganz anderes System, ein spannenderes System. Da steht nicht die Linie, wo man abbiegen muss, sondern da steht die Endhaltestelle. Speckgefällt. So, hier wird es ein bisschen ländlicher. Ja, hallo? Bist du gar nicht rein? Will ja wohl nicht rein. Fällt auch die Physik in der Musik. Das, also in der Altspandau fehlt man wirklich. Also ich weiß nicht, ob die Straßen oder so waren. Kann man ja wieder aussteigen. Ich weiß nicht, ob die Straßen früher so waren, aber man fühlt wirklich, wie der Bus sich auf den hochgelegenen Straßen bewegt. Feld, Spitze. Ist hier nicht Endstation? Halt. Ja. Perfekt. Richtig perfekt. Das ist meine perfekteste Strecke. Ja. Eigentlich auch. So. Dieser Bus fährt zurück nach Herzallee. Nee. Fernbahnhof Spandau. Wo steht oder so hier Spandau? Oh Mann, hier, wo steht Fernbahnhof? Fernberliner Platz der Luftbrücke. Wenn es hier gar keinen Fernbahnhof gibt, dann mach. Ich dachte, da steht Michael. Stadtgrenze. Fernbahnhof Spandau, nicht Spandau, Fernbahnhof. So, und jemand ruft mich an und ich würde dann sagen, tschüss, Lekim LOL.